Es gibt einen Punkt, an dem ein Mann etwas bewegen will. Und was speziell wollten Sie da bewegen? Fett. Sagten Sie gerade Fett? Überlegen Sie mal, wir sind das fettleibigste Volk der Welt. Sehen Sie sich um. Er, Sie. Sie neigen dazu. Danny. Und ich dachte, warum sollen wir immer auf Fastfood rumhacken, anstatt das, was dabei rauskommt, einem guten Zweck zuzuführen? Mr. Crane, Moment bitte. Wie kamen Sie überhaupt auf diese Idee? Nun, es war nicht meine Idee. Es gibt schon ein Krankenhaus in Miami, das sein überschüssiges Fett nach Norwegen verschifft, wo es in Treibstoff umgewandelt wird. Aber was motivierte Sie? Ganz ehrlich? Mein Onkel Bill. Onkel Bill? Ja. Er hat mich überall hin mitgenommen. Wohin er auch ging, als ich noch klein war. Er war mehr als übergewichtig, ehrlich. Er brachte 300 Pfund auf die Waage. Aber er war so voller Liebe und immer guter Laune. Wir haben alle so einen Onkel, nicht wahr? Und dann kriegte er Diabetes und starb. Ich erinnere mich, wie ich im Krankenhaus neben seinem Bett saß, als es zu Ende ging. Und einmal sagte ich ihm, dass ich ihn immer bewundert habe für seine große Liebe zum Leben. Und da fing er zu weinen an. Wieso? Er sagte, das Leben zu lieben heißt, andere zu lieben. Und wenn du diese Liebe wirklich teilen willst, dann musst du dem Leben etwas zurückgeben. Und er glaubte, er hatte das nicht getan und war bedrückt, denn er wusste, er geht jetzt, ohne dass er... Ja, und seitdem habe ich mir den Kopf zerbrochen und überlegt, was hätte Onkel Bill dem Leben geben können? Und dann habe ich die Firma gegründet. Unser Motto ist, was ist wenn? Es läuft. 132 Leute kommen jeden Tag begeistert zur Arbeit, denn sie wissen, was sie tun, ist gut für die Umwelt. Wow. Das ist doch was. Und für mich, im Vertrauen gesagt, geht's dabei in der Hauptsache weniger darum, die Umwelt zu schützen. Dabei denke ich eher daran, ich gebe etwas an jemanden zurück, den ich sehr liebte und vermisse. Mein Onkel Bill.